Wir sind hier heute auf dem Schubboot Fährhafen 11. Das ist 2010 in Dienst gestellt worden, ist also noch ein recht neues Boot. Wir sind auf der Reise jetzt von Dintelhafen nach Schwelgern. Das liegt bei Duisburg. Wir haben Eisenerz für ThyssenKrupp, sind jetzt im Verband mit 4 Leichter, 193 Meter lang, 22,80 Meter breit. In den 40 Jahren, die ich jetzt fahre, hat sich sehr viel verändert. Man muss heute sehr mehr aufpassen. Wir sind also jetzt hier 14 Tage an Bord. Wir sind hier mit 2 Mannschaften, machen 6 Stunden Schicht und 6 Stunden frei. Nach 14 Tagen gehen wir nach Hause, dann kommt eine neue Mannschaft. Früher war es natürlich ein bisschen sehr gemütlich, wenn ich an meine Kindheit noch zurückdenke. Auf Schiff, man hat ein paar Tage mal gelegen, man konnte mal an Land gehen und so. Und das ist natürlich hier in den Schichten natürlich nicht mehr möglich. Aber trotzdem ist die Binnenschifffahrt trotzdem noch ein sehr guter, interessanter Beruf. Er schließt mehrere Berufe ein. Ja, man ist nicht so wie an Land, tut einer lernen, 3 Jahre Maler oder 3 Jahre Schreiner. Hier in der Binnenschifffahrt, hier ist man praktisch alles. Ja, also ist sehr informativ und das, hier lernt man kochen, hier lernt man dies und das. Also für das Privatleben zu Hause lernt man hier auch jede Menge und ich denke mal, man kann da mancher Hausfrau zu Hause was vormachen.